Herr Dr. Bess, auf welchen Bedarf in den Krankenhäusern antwortet die Lösung, die Sie hier besprechen? Wir diskutieren hier das Thema Computer Assisted Coding und es ist unser Ziel, eine Möglichkeit zu entwickeln, auf Basis einer vorhandenen Software der Firma 3M, den Codierungsprozess zu beschleunigen und entsprechend in seiner Qualität voranzutreiben und dabei auf die Vielzahl der medizinischen Dokumente zurückgreifen zu können, ohne dass deswegen nochmal händisch jemand sich an einen Computer setzen muss, um Daten nochmal nachzuerfassen. Welche konkreten Vorteile wird eine Implementierung den Krankenhäusern bringen? Eine konkrete Implementierung wird den Häusern ganz sicher eine Erlössteigerung bringen. Vielleicht auch eine Qualitätssteigerung, ohne dass deswegen zusätzliche Ressourcen aufgebracht werden müssen. Wir hoffen, dass wir sogar im Bereich des Risikomanagements Einflüsse feststellen können, sodass auch dort im Bereich des der Behandlungssicherheit und der Behandlungsmethoden vielleicht Rückschlüsse möglich sind, die sich einfach aus der klassischen medizinischen Dokumentation ergeben, ohne dass deswegen nochmal aufwendige persönliche Analysen durchgeführt werden müssen. Wir glauben auch, aus den momentanen Ergebnissen der Diskussion, dass es dadurch eine viel stärkere Verzahnung in Richtung des MDKs geben wird und vielleicht auch die Chance besteht, dass der MDK auf Teile seiner Prüfungen vielleicht verzichten könnte zukünftig. Welche Projektfortschritte haben Sie hier auf dem Sommercamp gemacht? Wir konnten hier auf dem Sommercamp zum einen sehr deutlich herausarbeiten, dass wir gerade die wirtschaftlichen, ökonomischen Effekte dieses Ansatzes nochmal deutlich evaluieren müssen, um einfach den Vorteil herauszustellen. Aber wir haben auch herausgearbeitet, dass es auf der Ebene der technischen Implementierung einen extremen Druck besteht, eine Verzahnung zwischen dem eigentlichen KISS und diesen Hilfstools zu erzeugen, denn es ist wie immer im Krankenhaus, nichts lässt sich auseinanderdividieren, alles ist ein geschlossener Prozess, so muss medizinische Dokumentation und Abrechnung in einem Fluss zu sehen sein und da konnten wir uns konkrete Handlungsaktivitäten daraus ableiten, die wir jetzt in den nächsten Monaten als Partner gemeinschaftlich abstimmen und umsetzen werden.